In diesem Video schauen wir uns an, wie man sichere Datei-Backups in die Cloud machen kann. Was meine ich mit sicher? Zum einen sollten die Dateien clientseitig verschlüsselt werden, also bevor sie in die Cloud verschickt werden, sollten sie verschlüsselt werden. Und zum anderen muss die Authentifizierung Richtung Cloud natürlich sicher sein. Aus dem Grund schauen wir uns heute die Übertragung mit SFTP an. Da haben wir nämlich die Möglichkeit, Zertifikate zu benutzen. Als Software setzen wir Duplicacy ein, was ihr sicher im Videotitel ja auch schon gesehen habt. Duplicacy unterstützt mehrere Storage Backends, das heißt zum Beispiel B2 von Backblaze oder auch S3 von Amazon. Wir interessieren uns jetzt in dem Video aber mal einfach für SFTP, weil es eben damit möglich ist, den Login-Vorgang mit Zertifikaten abzuwickeln, und das Video hat ja jetzt den Fokus auf Sicherheit gelegt. Wenn ihr euch im Internet einen günstigen Virtual Private Server kauft, dann müsst ihr den ja erstmal konfigurieren, damit das Ganze überhaupt so funktioniert. Oft bekommt man da einen Login, einen Root-Login oder einen Super-User-Login. Die Backups sollte ich jetzt nicht mit dem Nutzer machen, der erhöhte Rechte hat, weil eigentlich brauche ich ja nur eine stumpfe Dateiablage und keinen Nutzer mit vielen Rechten, was dann ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte, falls da die Zugangsdaten abhanden kommen. Die Virtual Private Server sind auch meistens irgendwelche Debian-Derivate, oft ein Ubuntu-Server oder so. Ich zeige euch das Ganze jetzt auf dem Raspberry Pi. Das ist dann ziemlich identisch abzuwickeln, halt auf so einem VPS. Wie schon gesagt, ist es mir zu unsicher, einfach irgendeinen Nutzer zu nehmen, den ich da schon habe, der vielleicht erhöhte Rechte hat. Deshalb lege ich mit meinem Super-User erstmal einen weiteren User an, der erstmal gar keine speziellen Berechtigungen hat. In meinem Fall nenne ich den jetzt hier einmal Data Backup und ich benutze den Befehl @user. Und da kann ich ein Passwort festlegen, und wenn ihr einen Server im Internet habt, dann bitte, bitte, bitte nehmt ein generiertes Passwort aus eurem Passwortmanager. Das sollte wirklich ein langes und ja, zufällig generiertes sein. Der Befehl @user hat im Gegensatz zu dem Befehl user@ noch den Vorteil, dass auch gleichzeitig die Home Directory von dem User angelegt wird. Und die wird jetzt gleich wichtig werden fürs Backup. In diesem Home Directory fange ich nämlich jetzt an, einfach ein neues Verzeichnis einzulegen, und da sollen dann am Ende die Backups reinlaufen. Was mir jetzt noch fehlt, ist der Ordner .ssh, also im Home und dann im User-Verzeichnis. Da kommt dann die Authorized Key File rein. Was bei diesem Verzeichnis jetzt zu beachten ist: es muss mit den Rechten 700 angelegt werden, und die Authorized Keys File wird dann mit den Rechten 600 angelegt oder beziehungsweise kann dann geändert werden. Ihr müsst jetzt erstmal noch nicht wissen, warum ich das gemacht habe. Da kommen wir dann später dazu, wenn wir uns die SSH Keys oder die SSH Zertifikate generieren, um dann quasi den Zertifikatsaustausch hier zu machen. Wir sind jetzt also mit den Vorbereitungen erstmal fertig auf dem Zielsystem. Jetzt wechseln wir einmal wieder aufs Quellsystem. So, wir haben jetzt unsere Zielmaschine vorbereitet, dass darauf das Backup laufen kann. Jetzt müssen wir noch die Quelle dafür vorbereiten. Da wir mit SFTP arbeiten, macht es natürlich absolut Sinn, mit Zertifikaten zu arbeiten, und damit ich mir die Befehle jetzt nicht mühsam raussuchen muss, habe ich die mir hier schon mal vorbereitet. Als erstes führen wir hier den SSH Keygain aus. Der erzeugt uns da wohl sowohl ein Private als auch ein Public Key. Die ganzen Befehle findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Ich bin jetzt einfach mal im Downloads-Ordner hier gelandet, im Terminal von meinem Quellsystem. Und hier mache ich jetzt mal einen Rechtsklick, einfügen und führe den so aus. Jetzt fragt er mich, wohin die Zertifikatsdatei gespeichert werden soll. Und ganz ehrlich, ich benutze die nur fürs Backup, also brauche ich die nicht im generellen SSH-Ordner liegen zu haben. Also kann man auch machen, spricht jetzt glaube ich auch nichts dagegen. Aber ich würde die jetzt hier der Demonstrationshalber einmal in den Downloads-Ordner legen. Und jetzt fragt er mich nach dem Passwort. Und damit wird der Private Key verschlüsselt. Das heißt, wenn der mal verloren geht, bräuchte man immer noch ein Passwort, um mit dem was anfangen zu können. Dementsprechend solltet ihr euch hier wieder ein generiertes Passwort aus eurem Passwortmanager generieren lassen. Und nicht so ein einfaches nehmen, wie ich jetzt mache. Aber ich lösche die ganze Konfiguration später sowieso. Wenn ich jetzt nochmal mir anzeigen lasse, was hier für Dateien liegen, dann habe ich jetzt hier den Private Key liegen und hier habe ich den Pub, also den öffentlichen Schlüssel liegen. Was ich als nächstes machen möchte, ist, dass ich meinem Zielsystem sage, das ist der Public Key, den akzeptierst du, beziehungsweise den Private Key, der sich halt versucht anzumelden. Dazu gibt es SSH Copy ID. Ich habe den Befehl schon mal vorbereitet, wir können den aber hier gleich mal durchgehen. Ich gehe mal hier auf Einfügen. SSH Copy ID ist das Programm, das ich jetzt ausführe. Minus i zeigt dann an, welche Datei, also um welche Datei es hier geht. Das ist also die, die hier auch liegt. Die habt ihr ja gesehen. Das ist der öffentliche Schlüssel, gekennzeichnet mit Pub für Public.
Und hier hinten kommen dann die Login-Daten, also der Nutzer Data Backup bekommt die und der Server ist hinter dem Add zu finden, hier in meinem Fall mit IP-Adresse. Das Kommando führe ich einmal aus, dann will er vom Nutzer Data Backup das Passwort wissen. Das gebe ich einmal ein und jetzt hat er dann erfolgreich diese ID hinkopiert. Das heißt, Login-Versuche von diesem Rechner aus dürften jetzt akzeptiert werden auf der Zielmaschine, ohne dass ich ein Passwort eingebe. Das ohne dass ich ein Passwort eingebe ist nicht ganz korrekt, weil der Private Key hat ja einen Schlüssel und den muss ich natürlich vorher noch entschlüsseln. Das heißt, ich nehme jetzt den Befehl SSH, der ist im Grunde genauso aufgebaut wie der SSH Copy ID Befehl. Mit -i gebe ich an, um welchen Public Key es hier geht und wie ich mich anmelden will, beziehungsweise hier melde ich mich ja nicht mit dem Public Key an, also kommt das Pub weg und wir nutzen den Private Key für die Anmeldung. Ja, also einmal hier das Passwort wieder eingeben und jetzt bin ich im Raspberry Pi eingeloggt, wie ihr sehen könnt. Gut, also das funktioniert, das haben wir jetzt quasi nur getestet, dass es dann auch später bei Doublecasey funktioniert. Lasst euch von den vielen Passwörtern nicht verwirren, die werden sowieso fest gespeichert nachher. Das ist jetzt also nur einmal der Einrichtungsaufwand. Jetzt sind wir also soweit, dass wir das Backup endlich angehen können. Dazu überlegen wir uns, was will ich eigentlich backuppen? Ich will ja jetzt hier nicht den Public Key und so weiter backuppen, deshalb ich will nur die Inhalte des Ordner Files backuppen. Deshalb initialisiere ich jetzt auch nur den Ordner Files. Hier seht ihr schon, hier war ich schon mal zugange. Den Doublecasey Ordner lösche ich jetzt mal weg. Den legen wir jetzt zusammen einmal neu an, damit wir quasi diesen Ordner VMware Tools Distrib backuppen können. Also dazu habe ich natürlich wieder mal was vorbereitet. Und zwar dieser Init-Befehl hier, den gehen wir auch gleich mal durch. Und dann sage ich noch ein bisschen was dazu. Den füge ich hier ein. Init heißt, ja, der Ordner ist noch gar nicht initialisiert. Wir machen jetzt also eine Initialisierung. -e heißt, dass die Verschlüsselung eingeschaltet wird. Backup sollte man ohnehin immer verschlüsseln und wenn es auf einen entfernten Rechner geht, der vielleicht auch noch im Internet steht, macht Verschlüsselung dreimal Sinn. UsefulWid ist ein frei gewählter Text, das ist einfach die ID. Ja, guck, da habe ich ja ID sogar drin. UsefulID. Genau, also das ist nur die ID des Backups, das ich gerade anlege, kann ich frei wählen. Hier hinten kommt dann das Storage Backend hin. Da gibt es eine Wiki-Seite von Doublecasey, verlinke ich euch auch mal. Da sind die ganzen Storage Backends eingezeichnet und wie die hier angelegt werden müssen. Hier habe ich jetzt also den Nutzer Data Backup und ja den Server, bei mir halt der Raspberry Pi, bei dem ich mich anmelde und hier hinten dran den Pfad, wo die Dateien hingesichert werden sollen. So, das feuere ich jetzt einmal ab. Jetzt sagt er Befehl nicht gefunden. Tja, woran liegt das? Doublecasey ist hier noch gar nicht installiert und leider gibt es auch keinen Eintrag für die Ubuntu oder Debian Paketverwaltung. Deshalb müssen wir hier ganz klassisch auf die Webseite gehen, unser Betriebssystem raussuchen. In meinem Fall ist es ein Linux mit 64-Bit. Einmal draufklicken und die Datei speichern. Und dann liegt das jetzt bei mir im Downloads-Ordner. Allerdings hätte ich das natürlich gerne in der Pfadvariable drin. Deshalb machen wir einmal sudo mv doublecasey und dann legen wir das einfach ins User-Sbin als doublecasey. Sicherheitshalber würde ich auch noch das Ganze ausführbar machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das schon war. Ich glaube nämlich nicht. Könnte sogar sein, dass ich da wieder sudo brauche. Nö, geht so. Okay, gut. Das heißt, wir gehen nochmal in den Files-Ordner rein und hier machen wir nochmal den gleichen Init-Befehl, der vorhin nicht funktioniert hat und der funktioniert jetzt auf einmal. Am Anfang will er jetzt noch das SSH-Passwort haben von unserem Zielserver, aber das ändern wir nachher, indem wir da ein Zertifikat mitgeben. Das Storage-Passwort, das ist ein bisschen unglücklich formuliert, das Storage-Passwort zu nennen, das ist aber das Verschlüsselungspasswort für unser Backup. Also hier auch ein möglichst kompliziertes raussuchen, so ab 30 Zeichen ist eine gute Idee. So, jetzt könnte ich theoretisch mit dem Backup auch schon direkt starten. Das war im Grunde schon die ganze Kunst. Ich rufe einfach Doublecasey mit dem Kommando Backup auf. Dann haben wir aber ein Problem. Jetzt werden wir einmal nach dem SSH-Passwort gefragt, das kann ich einmal eingeben, und nach dem Storage-Passwort. Und das kann ich zwar auch einmal eingeben, das bringt uns aber überhaupt nichts, weil wenn ich das zum Beispiel über die Cron-Tab regelmäßig ausführen lassen will, bin ich ja nicht da, um das einzugeben. Das müssen wir jetzt also irgendwie automatisieren. Und deshalb haben wir vorhin den ganzen Fetz mit den Zertifikaten gemacht, denn dafür sind die jetzt gut zu gebrauchen. Aber damit ihr jetzt hier euch nicht langweilt, habe ich das Ganze auch schon mal vorbereitet. Es gibt hier sogenannte Set-Befehle. Auch da gibt es einen Wiki-Eintrag dazu. Und erstmal kann ich hier das Storage-Passwort setzen. Das heißt hier einfach nur Passwort, setzt aber das Passwort für die Verschlüsselung, sodass wir hier nicht die ganze Zeit gefragt werden müssen. Wo spare ich jetzt das hin? Naja, es hat hier einen Ordner .doublecasey, da kann ich mal reingehen. Dann gibt es hier die Datei Preferences und
da steht es im Klartext dann drin. Und Passwort ist hier useful bit. Ihr solltet natürlich ein sicheres haben, nicht so wie ich. Hier steht es auf encrypted true und hier ist auch ja, der Storage drin. Ich gehe hier wieder einmal zurück und wir setzen mal die ganzen anderen Optionen. So, und zwar haben wir eine SSH-Keyfile vorhin generiert und da gebe ich jetzt einfach den Pfad an, wo die liegt und da muss ich den Private Key angeben. Also hier auch einfach wieder ein wkcset-key-ssh-keyfile. Die ganzen Keys findet ihr auf der Wiki-Seite von wkc, ist alles verlinkt und der Wert ist halt der hier, auch das wurde gespeichert. So, zu guter Letzt hat ja diese Keyfile hat ja auch noch ein Passwort. Auch das müssen wir natürlich hinterlegen. Ja, ist nicht ganz so elegant, dass man das jetzt im Klartext hinterlegt, aber wahrscheinlich immer noch die bessere Lösung, als das nicht zu tun. So, jetzt gehen wir mal in den wkc-Ordner hier rein und schauen uns nochmal die Preferences an und dann sehen wir sowohl unser Passwort, unsere SSH-Keyfile, Pfad und die Passphrase für den Private Key. Das ist jetzt also alles hier drin. Ich gehe nochmal nach oben und jetzt feuere ich nochmal den Befehl wkc-backup ab. Und siehe da, er fragt mich jetzt interaktiv gar nichts mehr. Ich kann also in der Conthub den Befehl wkc-backup einfach einplanen. Natürlich mit dem richtigen Pfad, in dem ich ja hier stehen muss. Wichtig zu wissen ist jetzt noch, dass für ein Restore am Ende das Storage-Passwort hier wichtig ist. Also das, was hier unter Passwort steht. Wenn ich das nicht mehr habe, kann ich auch nicht restoren. Und ich brauche natürlich irgendeinen Weg, wie ich auf mein Zielsystem gelangen kann. Das haben wir jetzt ja hier mit Keyfiles und so weiter generiert, aber ich bin mir sicher, ihr habt ja sowieso noch irgendeinen Root-Nutzer oder irgendeinen anderen Nutzer, mit dem ihr auf das andere System kommt, wo die Dateien rumliegen. Das wird also im Zweifel nicht das Problem sein. Aber die zwei Sachen solltet ihr halt wissen. Man muss sich natürlich irgendwie an die Dateien kommen und die muss man auch mit dem hier festgelegten Passwort entschlüsseln können. Deshalb immer euren Passwortmanager nochmal an einer anderen Stelle sicher ablegen. Das Video hat jetzt ja den Titel, dass wir hier ein sicheres Backup machen. Und um ehrlich zu sein, das Ganze hätten wir noch sicherer machen können. Das hätte jetzt aber den Rahmen des Videos einfach gesprengt. Man kann nämlich noch mit RSA verschlüsseln. Man kann einen RSA-Key anlegen und mit dem verschlüsseln, braucht aber zusätzlich trotzdem noch das Passwort für die Verschlüsselung. Und auch von dem RSA-Private-Key sollte man wiederum ein Passwort nehmen. Wir hätten uns jetzt also hier ein bisschen ins Bein geschossen bei dem Video, aber ihr solltet es trotzdem wissen. Wenn ihr es also ganz sicher haben wollt, dann schaut mal in den Wiki-Artikel, wo es um die RSA-Passphrase geht. Die benötigt dann das Zertifikat und das Storage-Passwort und das Passwort für die Private ja, SSRSA-Datei oder RSA-Zertifikat. Das wäre jetzt aber echt kompliziert geworden und ich glaube, dann wäre hier vieles durcheinander geraten im Video. Wenn ihr einen langen und sicheren Schlüssel gewählt habt für die Verschlüsselung, denke ich mal, ist das auch eine sichere Sache. Ich habe hier stehen beim Storage-Passwort, dass das eine Metadatenverschlüsselung ist. Das ist nur dann richtig, wenn ich diesen RSA-Key benutze. Wenn ich den nicht benutze, verschlüsselt er alles. Wenn ich RSA benutze, dann habe ich ja noch dieses Storage-Passwort, der wird dann aber nur genutzt, um die Metadaten zu verschlüsseln und die Dateiinhalte werden dann mit dem RSA-Key eben verschlüsselt. Ja, ich weiß, das war jetzt ein bisschen so ein Randthema mit wkc, aber ich finde gerade für ARM-Geräte, die wenig Power haben oder so kleine Miniserver, ist das ein sehr, sehr schönes Backup-Tool. So, jetzt habe ich genug geredet, jetzt seid ihr dran. Kommentiert doch mal in den Kommentaren, was eure Backup-Strategie ist. Welche Tools nutzt ihr? Wie viele Backups macht ihr? Und vor allem, wo macht ihr die?